Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Ach was, da ist ja eine Trainerin. Was gibt es denn? Du möchtest einen Pokémon Kampf? Nein, ich wollte eigentlich weiter. Ich meine, ich muss unbedingt den See der Stärke erreichen. Und du hältst mich auf, Mareike. Warum machst du das? Ja, ich wollte dir nur den Pokéball einmal gezeigt haben. Aber nee, es dauert nicht mehr allzu lang, bis wir den See der Stärke erreichen. Wir können uns auch gleich einmal die Karte anschauen. Oh, Route 217. Ziemlich lang. So ist es. Okay, gut, dass ich hier mit Staraptor am Leben bin. Das passt. Ich freue mich schon auf die nächste Arena. Die nächste Arena wird eine Eisarena sein. Und mit Galoppa sollten wir auf jeden Fall eine gute Figur abgeben. Was soll das denn, Roselia? Na toll, ey. Gleich zu Beginn ein vergiftetes Pokémon im Team haben. Das hat man gern. Von wegen. Oh, Level 22 schon. Wie schön ist das denn? Staraptor! Was ist los? Golking? Sollte ich nicht unterschätzen. Ja, definitiv. Ich gehe mal rüber zu Luxtra. Oh. Es gibt doch die Fähigkeit Blitzfänger und wenn ich mich zurecht erinnere, kann Golking diese Fähigkeit haben. Gibt es diese Fähigkeit in diesem Spiel? Oha, Kaskade. Nice, Kaskade sieht hier genauso cool aus wie in Let's Go Pikachu und Evoli. Hat Style. Funkensprung. Das wird Aua machen, hoffentlich. Ja, definitiv. Golking, sollte man nicht unterschätzen. Alleine schon die Fähigkeit Blitzfänger. Wie heftig, ey. Oh, puh, du bist ein Mensch. Was für eine Erleichterung. Hä? Wie sieht denn sonst aus? Was soll das? Habe ich hier schon ein Pokémon gefangen? Stärkeufer. Zum See der Stärke. Dann gibt es hier Items. Mich mal kurz um. Okay, die lassen uns bestimmt nicht durch, ne? Wir stellen hier sicher, dass die Arena-Leiterin von Blizzach uns nicht in die Quere kommt. Wie jetzt? Willst du mich reinlegen? Wache zu stehen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn ich die Arbeit hier mit Bravour zu Ende bringe, habe ich mir ein Pipi verdient. Oh Mann. Okay, hier können wir definitiv ein Pokémon fangen. Das geht klar. Ich hänge fest. Habe ich immer noch das Superschutz-Item aktiv? Gar nicht mal so schlecht. Oh, okay. Blizzach, nice. Ist ja cool. Ein Augenblick, ich möchte mir dennoch einmal die Karte anschauen. Nein, nicht Pokédex. Karte. Oh, okay, alles klar. Blizzach. Dupi. Was bist du denn? Hyperball. Ich frage mich gerade, ob ich ein Pokémon fangen sollte. Warum nicht? Oh, jetzt habe ich noch einmal die Chance, ein Schneebedeck zu fangen. Kann man noch machen. Kann man machen. Eis und Pflanze. Welche Attacke sollte ich einsetzen? Ey, Ruxokeep würde es besiegen, glaube ich. Oh, ätzend. Geh mal rüber zu Luxtra, setze Waldwechsel ein. Waldwechsel sollte es aushalten. Denke ich. Oh oh. Oh oh. Langsam wird's hier. Whisky. Jetzt erst recht. Hilfe, Hilfe. Goldwechsel, definitiv. Biss könnte es definitiv KO. Na, immerhin. Immerhin. Lalalalalalalala. Nun, was mache ich? Absolut keine Ahnung. Geh mal rüber zu Simsala und werfe einfach Bälle raus. Was für ein Prozess, Mann. Ziemlich langwierig.
Was war das denn, bitteschön? Hey, willst du mich reinlegen? Das war ein Volltreffer. Das Pokémon ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Direkt einen Hyperball verwenden. Lucia! Oh, verdammt! Ich hab doch das Platin-Outfit am Start. Stimmt. Ich sollte mich demnächst umziehen. Jetzt erst recht, hier im Blizzard lohnt sich das. Wie konnte ich das nur vergessen? Und es schneit die ganze Zeit. Yeah, nice. Da es auf schneebedeckten Bergen zu Hause ist und dort kaum Kontakt zu Menschen hat, nähert es sich diesem mit großer Neugier. Ja, möchte ich. Möchte ich. Und es ist ein weibliches Pokémon. How sweet. Pia. In eine PC-Box, bitte. Das Pokémon werde ich höchstwahrscheinlich irgendwann benutzen. Okay, hier gibt es nichts mehr. Das war's fürs Erste. Gut. Was haben wir denn hier? Blizzard. Hey, Kollege. Eines Tages würde ich gerne einen richtig starken Trainer an Bord willkommen heißen dürfen. Du weißt schon, einen Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wurde. Ich dachte schon, diese Melodie gibt es erst dann zu hören, wenn man mit diesem Kollegen spricht. Heftig. Okay, nach der Pokémon-Liga sehen wir uns dann wieder. Hallo. In diesem eingeschneiten Ort herrscht immer eine Eiseskälte. Aber der Kampfgeist der Trainer und ihrer Pokémon glüht wie ein wärmendes Feuer. Das gilt besonders für die Arenaleiterin. Arenaleiterin? Wow. Blizzard, Heimat des Schnees. Sian, at night. Oh, das sieht richtig schön aus. Hier gibt es nichts? Warum kann man denn hier reinlaufen? Voll unnötig. Richtig unnötig. Oh, jetzt kann man mich nicht mehr finden. Oh, hier ist schon die Arena. Pokémon Arena von Blizzard, Arenaleiterin Frieda. Das Diamantstaubmädchen. Okay, wir schauen uns erstmal die Stadt an. Hier gibt es weit und breit nichts, rein gar nichts. Das macht uns irgendwie einzigartig. Karte einmal abchecken. Mhm. Was ist hier? Bergufer, okay, alles klar. Mhm, begib dich zur Blizzard Arena, ja. Machen wir bald. Hui. Da steht dein Enton ganz allein. Hat es sich verirrt? Was macht es hier? Werden wir gleich erfahren, hoffentlich. Ich werde es auf jeden Fall ansprechen. Hey, Enton. Enton. Ah, es freut sich. Der Schnee verschluckt alle Geräusche. Deshalb ist es so ruhig hier. Ach so. Wusstest du, dass es in der Gegend um Blizzard viele Eis-Pokémon gibt? Hm, ob die wohl auch im Tempel leben? Hm. Also, ich glaube, dieser Ort ist optimal für die Eis-Pokémon. Was haben wir denn hier? Hier kann man bestimmt was finden, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Hä? Pokécatch vielleicht verwenden? Ist eine gute Idee. Hallo? Hallo? Nee. Ich werde gerade nicht fündig. Ich wurde reingelegt. Nichts Neues. Weiter geht's. In dieser Gegend frieren einem selbst die Wimpern ein. So kalt ist es. Ich denke wirklich, dass du dir besser etwas Wärmeres anziehen solltest. Ach, du kennst mich nicht. Halte sowas aus. Hallo? Hallo, du da. Sag mal, du hast nicht ein hippes Wort parat, oder? Illumination, Elektroball, strahlend, leuchtend. Muss ich mich für irgendein bestimmtes Wort entscheiden? Hm, strahlend. Stimmt. Gegen strahlender Diamant. Hä? Hast du da gerade meine Gedanken gelesen? Ah. Wie sich Lucia freut, ein auf den. Diesmal sage ich was anderes. Hä? Ist Vulpix jetzt sauer? Moment mal, da ist ein Vulpix, ist ja cool. Hä? Achso, ich dachte schon, dass Vulpix irgendwie böse wird oder sauer wird, wenn ich hier den Onkelchen einmal anspreche. Immer wieder dieselbe Antwort. Hä? Was bringt das? Das werde ich überprüfen. Falls ihr irgendetwas wisst,
Gebt mir gerne Bescheid. Ich würde mich sowas von freuen. Was haben wir denn hier? Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Lesach betreten. Es tut mir leid, aber du musst wieder gehen. Geh. Geh. Und komm nicht mehr wieder. Okay. Dann schauen wir ein anderes Mal hier vorbei. Wieso finde ich nichts? Das ist so verlockend, ey. Raus, 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 raus. Hallo? Gehst du etwa zum Lesach-Tempel? Du weißt schon, dass du da nicht rein darfst. Wieso? Nur auserwählte Trainer dürfen da rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, ein Flemli. Oh, wie putzig. Ein Flemli. Wie genial. Du hast nicht ein Meditales, oder? Wenn doch, würdest du es dann vielleicht gegen mein Alpollo tauschen? Nein, wieso kriege ich Flemli nicht? Okay, mache ich. Boah, wie cool, ein Flemli. Ich bin richtig vernarrt in meine Freundin. Sie hat einen tollen Sinn für Humor. Boah, das ist doch cool. Das ist richtig cool. Kümmere dich gut um die Dame. Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen soll. Ja, hört sich auf jeden Fall korrekt an. Pokémon sollen sich ja wohlfühlen. Und auch dem Trainer oder der Trainerin. Können. So was ist wichtig. Was sagst du dazu? Ich bringe mein Pokémon mit Hilfe von TMs Attacken unterschiedlicher Typen bei. Die Top 4 der Pokémon-Liga sollen nämlich weitaus stärker sein als jeder Arena-Leiter. Das stimmt. Wird dein Pokémon eingefroren, so taut es nach einer Weile von selbst wieder auf. Aber an deiner Stelle würde ich dann noch ein paar Eisheiler mitnehmen. Das hört sich vernünftig an. Das hört sich tatsächlich vernünftig an. Nice, Hypertränke kann ich mir mittlerweile gönnen. Und Hyperheiler, okay. Mach ich dann. 12 Hypertränke. Jetzt habe ich 20. Eisheiler, nee, wenn schon Hyperheiler. 14 Stück. Noch was vielleicht? Schutz-Items vielleicht, genau. Super Schutz, ja, reicht. Und ich glaube, ich werde nach diesem Part, wenn ich es nicht vergesse, einkaufen gehen. Ja. Ich habe schon mit dieser Person gesprochen. Danke nochmal an die Person, denn so habe ich an die Hyperheiler-Items gedacht. War es das jetzt? Ja. Mit dieser Person haben wir doch auch schon gesprochen, oder? Ja, bestimmt. Aha. Okay, dann gehen wir rein in die Arena. Oh, und ich sollte Galoppa liegen lassen. Nein, stimmt. Das ist ja diese merkwürdige Arena. Ich glaube, ich werde erstmal die Trainer bekämpfen. Howdy, zukünftiger Champ. Sag mal, siehst du die dicken Schneebälle, die hier und da auf dem Boden liegen? Du musst mit Karacho über das Eis schlettern, um sie aus dem Weg zu räumen. Die Arenaleiterin setzt übrigens Eis-Pokémon ein. Ihre Angriffe bringst du am besten mit heißen Feuerattacken zum Schmelzen. Und denk immer daran, in dieser Arena kommt es auf die Konzentration an. Also konzentriert euch. Ja, okay, alles klar. Ich bin jetzt schon genervt. Ich mag diese Arena überhaupt nicht. Guck mal, ey, kann man sich nicht normal bewegen. Was soll das, Mann? Das fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Ich stecke in der Klemme. Jetzt nicht mehr. Komm her. Wieso drehst du dich um, Mann? Mach keine Faxen. Wobei, eigentlich ist das gut. Das ist sehr, sehr gut. Wie stark sind denn die Trainer hier? Finden wir es gemeinsam heraus. Es ist so kalt. Ich kann nur meine Sonne kaum noch schi fühlen. Dann halt die Klappe. Ja, lach. Halt doch den Mund. Halt doch einfach den Mund. Jetzt. Lass uns fighten. Keine Zeit. Mir irgendwie jetzt dein Gedarbe reinzuziehen. Es ist ja nicht so, dass du stotterst. Du kannst nicht sprechen. Da es hier kalt ist. Dann sei ruhig. Und wieso setzt du ein Wasser-Pokémon ein?
Was soll dieser Unfug? Ey, einige Arenen regen mich richtig krass auf. Oder einige Trainer in gewissen Arenen regen mich mega krass auf. Time Freeze. Time Freeze. Volltreffer geht klar, aber kein Freeze. Das wäre so nervig, Mann. Weiter so. Hurra. Mein Pokémon freut sich und ich freue mich. Und somit ist alles wunderbar. Sneebel. Level 37. Das geht noch klar. Da kann man weitermachen mit Luxtar. Metall, glaube ich. In Ordnung. Das ist nicht sehr effektiv. Oh, das war ein Volltreffer. Um ehrlich zu sein, habe ich auf einen Volltreffer gehofft. Uiuiui, was geht denn hier ab? Donnerwelle? Ist gar nicht mal so schlecht. Level 24, Ränkeschmied. Wie schauen eigentlich deine Werte aus? Nee, lass mal, Ränkeschmied brauchen wir definitiv nicht. Aber es ist eine geniale Attacke. Das Ergebnis ist Gigkeit, Fifi zu Gigkeit. Okay, okay. 2516 Poké da, danke. Und wir sehen uns später wieder. Ah, na toll. Na toll, na toll. Ey, wollte ich nicht. Ich befasse mich erst seit kurzem mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Training zu diesem steilen Aufstieg geholfen. Mann, hast du coole Freunde. Nicole. Nicole. Oha. Und dann noch in einer Eisarena. Interesting. Okay. Alles Gleiche. Ja, Flammrad. Reicht komplett aus. Schneebedeck, ey. Pflanze und Eis, was willst du denn? Galopper macht dich fix und fertig. Hau rein. Nice, die Arena ist voll cool. Also wenn man im Kämpfen ist. Ich kann nicht glauben, wie stark du bist. Aber ansonsten gehe ich mich immer wieder über diese Arena auf und ich habe alles kaputt gemacht. Okay, einen weiteren Kampf kann man ja noch wahrnehmen. Meine Windstärke wurde durch eiskalte Schneestürme geformt. Und jetzt wirst du Zeuge dieser Windstärke. Da bin ich gespannt doch. Wie viele Pokémon hast du dabei? 3? Ein Pokémon, Ingvar. Hast du Insta? Ingvar. Oh, ich dachte, dass das ein Shiny Mordort ist, warum auch immer. Es sieht schon ein wenig. Na, ich will nicht sagen, es sieht ein wenig pink aus, aber ich weiß nicht warum. Ich musste gerade an die Farbe Pink denken. Naja, was soll's. Der schnackende Kancha ist am Start. Mist, ey, ich habe keine Pflanzenattacke. Eine Elektroattacke bringt auch nichts. Was macht Mordort hier, ey? Das regt mich voll auf. Galopper nehme ich auf jeden Fall raus. Ey, nicht, dass da eine Eisattacke kommt. Sehr grauenhaft. Eine Eisattacke könnte ich jetzt nicht gut verkraften. Oh mein Gott, Gena. Flügelschlag wird, glaube ich, nicht komplett ausreichen. Das ist doch richtig bitter. Mist, ey. Na toll. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Aufwecker, nice. Dann brauche ich jetzt kein Hyperheiler-Item verwenden. Welches Pokémon auf Staraptor? Wach auf! Okay, da kommt jetzt nochmal Gena. Eisstrahl. Ui, schöner Damage. Ein Freeze. Ein Freeze. Aber dennoch schöner Damage, wirklich. 36 Kraftpunkte verloren. Bam, Junge, das war's mit dir. Juhu. Level 49 schon. Sturzflug. Aber sowas von. Die Attacke ist OP.
60. Hm. Auch ein Ayoas. Sturzflug ist mega Hammer, Mann. Cool. Level 44, Level 25, das geht voll ab. Du hast nicht mal mit der Wimper gezuckt, nee. Auf jeden Fall ein lustiger Kampf. Okay, Leute, von hier aus machen wir dann im nächsten Part weiter. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi.